herzlichen Gruß in die Verdi-Zentrale nach Berlin und an alle Kolleginnen und Kollegen in den Bundesländern, die ihr vor den Ministerien steht, zu unserem bundesweiten Protesttag heute. Ich habe schon wieder vergessen, welche Stadt das ist. Es ist Gesundheitsministerkonferenz und wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Wir haben die Herausforderung angenommen, dass die Ministerinnen und Minister des Bundes und der Länder sich digital treffen. Und da haben wir eine Antwort gefunden, weil wir sind eben überall in der Republik, um unseren Protest heute zum Ausdruck zu bringen. Und ich begrüße alle, die heute dabei sind. Wir müssen Bilanz ziehen und wir werden heute den Bundesgesundheitsminister Spahn damit konfrontieren, dass wir überhaupt nicht einverstanden sind mit seiner Politik, weil alles, was er versprochen hat, dass Entlastung ankommt, dass Altenpflege vor allen Dingen besser bezahlt wird, dass unsere Jugend bessere Ausbildungsbedingungen bekommen, das alles ist nicht umgesetzt. Es gibt keine Wirkung, wirklich keine Entlastung in den Betrieben. Und deswegen sind wir heute sehr gespannt auf die Einlassungen des Gesundheitsministers. Wir haben einen spannenden Tag, euch allen einen guten Protesttag, egal wo ihr heute protestiert, sei es digital, sei es vor den Landesministerien oder vor allen Dingen auch vor den Betrieben. Uns allen einen erfolgreichen Protesttag. Engagiert aus München. Vielen Dank, Silvia. Und damit schalten wir sofort weiter, denn es ist ja überall was in der Republik los. Wir gehen sofort nach Düsseldorf und dann zu Martin und gucken mal, was da so passiert. Hallo Martin. Martin, hörst du uns? Hier ist Düsseldorf, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor dem Landtag in Nordrhein-Westfalen demonstrieren gerade die Kolleginnen und Kollegen parallel zu Aktionen, die für 20 Krankenhäusern und Altenpflegeeinrichtungen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, das hier ist ein Livestream, deswegen arbeiten wir noch an der technischen Umsetzung. Wir wollen heute in Nordrhein-Westfalen darüber diskutieren, welche notwendigen Maßnahmen sofort umgesetzt werden, dass die Arbeitsbedingungen in den Einrichtungen der Krankenhäuser, Altenpflegeeinrichtungen und Psychiatrie zu verbessern. Toll, vielen Dank, Martin, nach Düsseldorf. Klasse, was da auch schon los ist. Ordentlich Lärm. Gute Stimmung. Wir gehen in eine andere Stadt mit D, nämlich nach Dresden. Hallo, ich bin. Hört ihr uns? Ihr seht, überall in der Republik sind gerade Veranstaltungen. So, jetzt, Adler. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Silvia, vielen Dank für deine einführenden Worte. Ich begrüße jetzt hier bei mir auf der Bühne den Kollegen Robert Hinke, Landesfachbereichsleiter Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen bei Verdi Bayern. Robert, du hast das Wort. Genau, danke. Ja, live ist live und man erkennt es hier an der Technik. Kolleginnen und Kollegen, wir stehen heute nicht das erste Mal zusammen, um die Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen anzusprechen, zu problematisieren. Es ist ein Skandal, dass die Kollegen und Kolleginnen, die sich tagtäglich, Tag ein, Tag aus, 24 Stunden am Tag um die Gesundheit anderer bemühen, selbst krank werden aufgrund von Stress, Personalmangel und Hetze. Und dies kennen wir nicht erst seit gestern, das ist seit Jahrzehnten ein Problem. Wir haben es mit einem inhumanen System nicht nur mit Blick auf die Beschäftigten zu tun, die selbst krank werden. Wir haben es auch mit einem inhumanen System zu tun, weil die uns anvertrauten Personen, Patienten, Bewohnerinnen, Klienten nicht nach medizinischer Evidenz, sondern nach betriebswirtschaftlicher Relevanz behandelt werden, Kolleginnen und Kollegen. Daher haben wir heute einen Protesttag bundesweit. Allein in Bayern sind an 21 Orten heute Aktionen, Kundgebungen vor den Betrieben, auch auf den Marktplätzen. Das ist hoffentlich ein großes und deutliches Signal. Wie angekündigt, sind wir in einem Livestream. Das heißt, wir müssen einmal mitdenken, dass wir hier am Platz eine Kundgebung haben, aber zugleich uns bundesweit koordinieren, weil an allen Gesundheitsministerien, in allen Hauptstädten der Republik finden symbolische Aktionen statt, aus Anlass der Gesundheitsministerinnenkonferenz.